So, ich habe mal wieder einen Beauty-Tipp. Und zwar gibt es so viele Leute, inklusive mir, ich kann es nicht verputzen mit Pfefferminze frühstücken gegangen. Also, Hanni, der Hanna, ein Fläschchen genommen mit einer Pipette. Und haben da Himalaya-Salzkörnle gemacht. Und zwar muss man die immer säen. Dann ist Sole Wasser. Also das ist jetzt 100%, also Sole ist ja nie, also das Wasser nimmt ja keine 100% Salz auf. Ich glaube bloß irgendwas mit 70 oder 80, keine Ahnung, oder 60. Kann man nachgoogeln. Aber wichtig ist ja, dass sie Sole haben. Und zwar in einer kleinen, praktischen Reiseform. Und da kann ich jetzt immer Wasser drauf leeren und ein paar Körnle von dem Sole-Salz, also von dem Salz neu machen. Was ich normal in einer Salzmühle drin habe, das ist Himalaya-Salz. Und zwar weißes. Ich habe das helle, das klare. Ah, das ist völlig wurscht. Hauptsache Sole-Salz. Und das ist so toll, weil man kann die Bakterien, die sich über die Nacht angesammelt haben im Mund, mal die haben ja auch was zum tun, ja? Ist ja umsonst. Die kann man jetzt. Ein bisschen im Mund da und spüle. Und nach einer Weile spuckt man das wieder aus, also ein bisschen länger, wie ich das jetzt gemacht habe. Du schön überall in alle Zähne schön spüle, aber du kannst auch die Zahnbürste benutzen. Da bin ich morgens meistens zu faul, das mache ich dann nach dem Essen. Und nach dem Essen putze ich dann meine Zähne in die Zwischenräume. Aber morgens nehme ich wirklich bloß so einen Gosch voll von dem Ding. Spül das im Mund rum, das tut meine Zähnchen gut. Spuck's aus nach 4-5 Minuten und dann gehe ich frühstücken. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Also mir hilft's.